Ja, meine geschätzten Damen und Herren, freut mich sehr, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Mein Name ist Balthasar Glättig, ich bin Mitglied des Kernteams der PALDIGI, der parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit. Und wir freuen uns, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind und auch nicht nur zahlreich, sondern auch hochkarätig. Herzlichen Dank. Ich muss warnen zuerst. Wir nehmen den Namen dieser Veranstaltung Open Hearing ernst. Sprich, das ist nicht nur ein Hearing hier hinter verschlossenen Bundeshaustüren, sondern das soll auch den Weg an die Öffentlichkeit finden. Ich hoffe, es ändert dann Ihre Positionierung und Stellungnahme nicht, wenn das der Fall ist. Aber ich muss Sie einfach im Sinne der Transparenz darauf hinweisen, die Kameras sind nicht nur Dekoration, sondern sie dienen dazu, dass wir dann auch auf YouTube und das dann eingebunden auf unserer Website diese Gespräche, die Präsentationen, die Diskussion, Ihre Fragen und Antworten auch der Öffentlichkeit zugänglich machen können und vor allem auch jenen Ratskolleginnen und Ratskollegen, die jetzt heute nicht die Zeit gefunden haben, wegen anderer Verpflichtungen live hier zu sein. Also Sie dürfen sich auf eine noch etwas größere Audienz freuen, als Sie hier schon haben. Das Thema ist Revision des Fernmeldegesetzes. Wir teilen das auf, zuerst in eine Einführung von Professor Simon Schlauri und danach in ein Podium, in eine offene Diskussion, wo aber auch Sie dann die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und sich einzubringen. Wir legen zwei Schwerpunkte hier jetzt. Im FMG gäbe es noch, Fernmeldegesetz gäbe es noch vieles anderes zu diskutieren. Das eine, der erste Punkt, der knüpft eigentlich an historisch dort, wo wir begonnen haben. Das allererste Open Hearing, das die parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit gewissermaßen als Testlauf veranstaltet hatte, fand statt. Ich glaube, es war schon etwa 5 Jahre her, 2 Stockwerke tiefer, aber auch in einem vergleichbar großen Saal zum Thema Netzneutralität. Also ein Thema, das jetzt, sage ich jetzt, von der Stufe Vorstoß eines relativ jung gewählten Nationalrats, meine Wenigkeit, plötzlich schon zu einem Thema jetzt geworden ist, der Gesetzgebung, natürlich noch nicht so weit, wie ich den Stein damals werfen wollte, aber wir sehen, die Beratungen sind ja erst am Anfang. Zum Zweiten aber geht es natürlich auch um andere Möglichkeiten, wie Wettbewerb geschaffen werden kann, konkret um die Frage eben auch, wie geht es mit dem technologieneutralen Zugang zum Kunden weiter. Das ist, Sie wissen es, eines der umstrittensten Themenbereiche in diesem Fernmeldegesetz, wo auch die unterschiedlichen Telekommunikationsanbieter natürlicherweise aufgrund ihrer unterschiedlichen Geschichte nicht genau die gleiche Position haben, um es jetzt einmal sanft zu formulieren. Das ist eine interessante Ausgangslage auch für die Politik. Also wie und unter welchen Bedingungen soll Wettbewerb stattfinden, soll auch Infrastrukturwettbewerb stattfinden, was bringt am Schluss auch den Konsumentinnen und Konsumenten am meisten. Deshalb haben wir nicht nur Vertreter jetzt und Vertreterinnen eingeladen von der Seite der Anbieter, sondern auch dann in die Diskussionsrunde von der Seite der Konsumentinnen und Konsumenten. Denn es geht ja nicht darum, nur, sicher auch, wir hören gerne auf Sie, eine Gesetzgebung zu machen, die stimmig ist für Sie als Anbieter, aber das Ziel der ganzen Veranstaltung sollte dann auch eine Lösung sein, die für die Konsumentinnen und Konsumenten gut vertebt. In dem Sinne gebe ich weiter der zweiten Person, die sich als Super-Geek geoutet hat. Hier, ich habe vorher gesehen, die zweite Person in meinem Leben, die einen Remarkable hat, das neue E-Paper-Tablet. Und er wird es dann sicher am Anschluss noch beim Apero zur Verfügung stehen für eine persönliche Demo heute. Bist du aber nicht für eine Technik-Demo da, sondern für eine juristische. Professor Dr. Simon Schlauri, du hast das Wort.